Hallöchen. Wie ich im letzten Video über die Gewohnheitsenergie, wie ihr das da live erlebt habt, habe ich von dieser neuen App erzählt, die ich auf meinem Computer habe. Und die möchte ich dir jetzt auch vorstellen. Und zwar heißt die Bell of Mindfulness und ist von Teach Nathan. Findest du auf seiner Webseite. Ich verlinke dir das auf jeden Fall unten in der Infobox. Und da findest du auch meinen Selbstliebe-Videokurs oder das Rezepte-E-Book, was du dir kostenlos runterladen kannst, über 5 Desserts. Gesunde, vegane, rohe, glutenfreie Desserts. Die Bell of Mindfulness, ich habe die entdeckt und finde sie wirklich groß, 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 großartig. Und zwar ist das eine App am Computer. Ich habe sie leider fürs Handy irgendwie noch nicht entdeckt, aber ich weiß, es gibt sie. Wenn du da was weißt, schreib mir das gerne in die Kommentare. Und ich habe da eine Zeit eingestellt. Bei mir sind es im Moment alle 30 Minuten. Schlägt diese Glocke dreimal. Du kannst auch einstellen, wie oft sie läutet sozusagen. Und dann hast du quasi, gerade für Menschen, die permanent am Computer arbeiten, dient es einfach mal dazu, kurz innezuhalten. Du kannst dir die Zeit nehmen, so oft der Gong schlägt, dass du sozusagen tief einatmest und wieder ausatmest und das ganz bewusst. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn diese Glocke schlägt, wo ich doch schon wieder tief versunken in der Arbeit war. Und dann da mal wieder rausgeholt zu werden und den Blick nach innen zu wenden und mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Und dafür ist diese Glocke wunderbar. Ich zeige dir die jetzt mal auf dem Computer. Und ich bin wirklich keine Computerspezialistin, also das kannst auch du dir runterladen. Ja, also. Tip, tip, tip. Ah ja, das ist immer mit diesem Bildschirm. Ich weiß nicht, warum das kommt. Also. Bell of Mindfulness heißt es. Da steht jetzt 30 Minuten, in 18 Minuten klingelt sie wieder. Hier neben wird gerade ein Video hochgeladen. Sie ist an. Wie gesagt, ich verlinke dir das. Du kannst hier einstellen, wie oft. Also alle 30 Minuten, alle 15 Minuten, alle 10 oder einmal die Stunde. Darunter dann wie oft. Jetzt besser. Ich habe da jetzt 3 Minuten stehen. Genau. Und dann kannst du auch die Lautstärke einstellen, wie laut dieser Gong schlagen soll. Statt dass ich jetzt 16 Minuten, 17 Minuten warte, schalte ich kurz aus und mache dann wieder an, wenn es losgeht. Ja? Ja, ich hoffe, die App macht dir genauso viel Freude wie mir in meinem Alltag. Ich bin immer wieder freudig, wenn diese Glocke schlägt und mich aus dem holt, was ich gerade tue und in den Augenblick bringt. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich die entdeckt habe und dass Teach Nathan die auch wirklich kostenlos zur Verfügung stellt. Du findest bei dem Link auch noch viele andere spannende Informationen. Jetzt der Gong. Ja, so sieht das dann aus, wenn ich das mache. Du hast am Anfang so einen Jetzt-geht's-los-Gong und dann kommen die richtigen Gongs. Wie gesagt, die Anzahl kannst du einstellen, die Zeit kannst du einstellen. Also, ich wünsche dir viel Freude damit und hoffe, ich habe dich inspiriert. Und ja, schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du auch noch coole Apps und Tipps hast, wie wir in den Moment alle kommen können. Und gib mir gerne einen Daumen nach oben und teile das Video unbedingt, wenn du auch andere Leute damit anstecken möchtest, mit dieser Achtsamkeit. Ich danke dir fürs Zuschauen, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos und kannst da gerne weiterschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.